Emerging Economic Region Area South is a once-in-a-generation opportunity for Carinthia and Styria. The integration of two economically strong federal provinces whose enterprises are already proving extremely successful, even globally, requires courage. Necessary investment decisions in infrastructure must be made on both sides of the core ops. As Economic Chamber, we provide the strong voice for active regional economic policy. Because we want it to lead to more. More people, more markets, more togetherness. Mit der Area Süd beginnt eine neue Ära. Ist das nicht ein schönes Gefühl? Ist das nicht ein schönes Bild? Es waren immer Zugachsen, Wachstumsachsen. Es waren immer die Herausforderungen, wie gestalte ich Zukunft. Und wir sind, wenn wir den Zug nutzen, ganz vorne dabei und nicht hinten. Mehr Lebenszeit oder auch mehr Freizeit statt Fahrzeit. Mit dieser über 1 Million Menschen, die hier leben, ist die Sichtbarkeit in Europa natürlich eine ganz eine andere und die Wertigkeit in Europa und die Verbindung zwischen einem Arbeits- und Lebensraum ist schon was Einzigartiges. Und mit der Mentalität, die die Steirer und die Kärntner haben, ich glaube, da können wir schon auch punkten. Wir stehen ja im internationalen Wettbewerb und das betrifft ja, das betrifft nicht nur Österreich, Europa, sondern darüber hinaus, weil wir ja auch auf der Suche sind nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterfachkräften weltweit. Das als gemeinsam präsentieren zu können, das weltweit einfach zu zeigen, welche Möglichkeiten für Menschen, für Unternehmen, für Gesellschaften, für Bildung hier vorhanden ist. Und das Glück, wo arbeiten zu dürfen, wo andere Urlaub machen. Im Umfeld, wo man eigentlich Wasser aus den Seen trinken kann, die Quellen von den Bergen genauso trinken kann, Skifahren gehen kann, das ist eine Dimension, die man selten auf der Welt findet. Aber Jürgen, bei der Wirtschaft mache ich mir weniger Sorgen. Gell? Unternehmerinnen und Unternehmer sind ja per se Innovationstreiber. Das ist ja schon in der DNA. Wir brauchen jetzt auch Verwaltung, Politik. Wir müssen jetzt auch diese Chancen rechtzeitig kennen. Und jetzt sind wir vor der nächsten Jahrhundertchance. Ich würde sogar sagen Jahrtausendchance. Das müssen wir unserer Jugend erzählen. Das ist eine Jahrhundertchance, die wir uns als Wirtschaftsraum Area Süd einfach nicht entgehen lassen dürfen.